Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial, in dem wir uns gemeinsam Leg Raises anschauen. In unserem Beispiel als Hanging Leg Raises, weil wir keinen Ständer haben, um sie gestützt machen zu können, ist im Hinterkopf, das eventuell irgendwann zu ersetzen, aber stand jetzt als Hanging Leg Raises. Kurz vorweg, es ist ja im Grunde genommen eine Bauchübung, bei der auch die hüftbeugende Muskulatur, ne, wir haben drei große Hüftbeuger, die primär arbeiten, halt eben stark beteiligt ist. Und es ist sehr umstritten, wie man sie jetzt genau ausführt. Für mich gibt es tatsächlich keine falsche Ausführung. Es gibt nur Vor- und Nachteile, quasi einen Fokus, den man setzt. Aber das schauen wir uns eben in diesem Video an. So, vorweg, Hanging bedeutet, ich kann mich entweder ganz normal an die Stange hängen oder in unserem Beispiel die Schlaufen nutzen. Für mich ganz persönlich ist es relativ egal. Wenn ich es von der Griffkraft kann, dann kann ich auch durchaus mich ganz normal hinhängen, muss dann halt hier darauf achten, dass ich aktiv hänge. Bedeutet, ich nehme die Schulterblätter schon mal nach unten, ne? Die Ellenbogen kommen ein bisschen nach vorne und in dieser aktiv hängenden Position mache ich dann meine Leg Raises. Beginnern empfehlen wir sehr, sehr oft an den Schlaufen zu arbeiten. Bei uns hängen die quasi hier extra an einer separaten Strebe. Das hat ganz einfach den Grund, dass die Schlaufen die Stange oben ja, so ein bisschen abschaben und dass es dann bei Klimmzügen nicht so unangenehm ist. Deshalb hängen die hier. Und nehmt euch gerne eine Box dazu, einfach um besser in die Schlaufen reinkommen zu kommen und um ein bisschen eine Unterstützung zu haben, dass man nicht ganz so ins Schwingen kommt. Jetzt, ihr hängt euch die einfach in etwa schulterbreit hin, geht mit den Armen so durch, dass ihr mit den Oberarmen sauber drin seid. Und der Druck ist auch auf den Oberarmen. Die Hände kommen einfach nur oben dazu. Die sind aber relativ locker. Also ihr haltet euch nicht mit den Händen fest, sondern mit den Oberarmen. Jetzt haben wir die Ellenbogen mindestens mal waagerecht. Ne? Gerne ein bisschen tiefer. Stellt euch vor, in den Ellenbogen ist ein Laserpointer. Der pointet mindestens waagerecht nach vorne oder leicht nach unten. Er soll während der Übung nicht nach oben pointen. Was ihr hinbekommt, indem ihr die Schulterblätter unten lasst, und die Brust oben. Also wirklich nicht hier reinhängen, sondern Schulterblätter tief, Ellenbogen nach vorne. Jetzt geht ihr einfach hin mit der Ausatmung. Nehmt ihr die Ellenbogen komplett nach oben, ganz hängen lassen, komplett nach oben, ganz hängen lassen. Wir empfehlen ganz oft diesen Kontakt zwischen Ellenbogen und Knien, weil wir damit automatisch dafür sorgen, dass die Wirbelsäule sich einrollt. Da sind wir jetzt bei diesem Thema Hüftbeuger bzw. Bauchmuskulatur. Also in dem Moment, wo ihr die Knie nach oben hebt und das Becken und die Wirbelsäule neutral lasst, also ihr habt rein diese Bewegung, arbeiten ja die Hüftbeuger. Und es ist völlig okay, dass sie arbeiten. Es ist wahrscheinlich bei den allermeisten sogar empfehlenswert, die zu trainieren. Wenn ihr jetzt euer Becken so ein bisschen nach hinten kippt und die Wirbelsäule einrollt, also quasi ab hier, euch hier zusammenrollt, also in dem Moment, wo ihr Ellenbogen und Knie zusammenbringen wollt, dann kommt ihr in eine Beugung der Wirbelsäule und damit in eine Aktivität der Bauchmuskulatur, insbesondere der geraden Bauchmuskulatur. In der Ausführung haben wir einfach beides miteinander kombiniert. Ganz oft wird es als Fehler kommuniziert, wenn ich rein meine Beine hebe, ohne ein Einrollen der Wirbelsäule. Für mich wäre es nicht unbedingt ein Fehler, weil ich ja damit meine Hüftbeuger trainieren kann, was durchaus empfehlenswert ist. Aber ganz ehrlich, viele gehen ja an die Übung, um den Bauch zu trainieren. Und dann ist es einfach falsch in der Ausführung, weil ich nicht das trainiere, was ich eigentlich trainieren möchte. Also achtet darauf, wenn ihr den Bauch trainieren wollt, wirklich auch beides miteinander zu kombinieren und euch komplett einzurollen. Achtet in beiden Ausführungen wirklich auf die Schulterblätter, weil wenn wir wieder ein bisschen funktionell denken, dann geht es uns bei den Leg Raises auch darum, Muskulatur synergistisch zu trainieren, also dass sie so gemeinsam arbeiten, wie wir es beispielsweise bei Klimmzügen brauchen. Bei Klimmzügen ist auch oft der Rumpf eine Art Schwachpunkt und es ist einfach empfehlenswert, die Kombination zwischen Depression im Schultergürtel, Stabilität hier, Aktivität Latissimus zu trainieren, um im Klimmzug besser zu werden. Das ist einer der Gründe. Der andere Grund, es ist einfach
angenehmer und wahrscheinlich auch gesünder für die Schultern, wenn ihr euch nicht so komplett da reinhängen lässt. Deshalb achtet wirklich auf die Schulterblätter, auf den Oberkörper. So, jetzt in dieser Ausführung gibt es verschiedene Punkte, auf die ihr quasi on top achten könnt. Das erste ist der untere Punkt. Also wenn ihr hängt, schaut, dass die Füße ein bisschen vor dem Körper sind. Das bedeutet, die Bauchmuskulatur ist immer noch in der Grundspannung. Wenn ihr euch hier ganz reinhängen lässt, ist natürlich die Grundspannung weg, die Time and Attention ist weg, also bleibt ein bisschen vor dem Körper. Aus dieser Position ganz einrollen, bleibt vor dem Körper, ganz einrollen. Die Box steht da, dass wenn ihr ins Pendeln kommt, könnt ihr quasi kurz den Kontakt suchen und könnt euch damit wieder stabilisieren. Das ist so das Erste. Das Zweite, was ihr machen könnt, als eine Art Steigerungsform, ist mit dem Bein an sich zu spielen. Jetzt kann man in der ersten Variante, wenn euch es nicht mehr anstrengend genug ist, exzentrisch überladen und kann quasi hergehen, nimmt die Knie gebeugt nach oben, streckt sie aus, geht dann tief. Nimmt sie gebeugt nach oben, streckt sie aus, geht dann tief. In der zweiten Variante dann einfach die Beine von Anfang an gestreckt lassen. Und dann haben wir natürlich ein ganz typisches Fehlerbild, dass dann, Fehlerbild in Anführungszeichen, dass dann ganz, ganz viel Aktivität der Hüftbeuger da ist und wenig Beugung der Wirbelsäule und damit wenig Aktivität der Bauchmuskulatur. Völlig aus der Puste. Faszinierend. Gut, habe ich was vergessen? Nö, dann do it. Für mich wirklich sowohl funktionell als auch generell eine der besten Übungen für den Rumpf, für die Bauchmuskulatur, die wir auch wirklich oft in Pläne integrieren. Vielleicht noch der GHD Sit-Up oder Varianten am Kabelzug, wo man sich da einrollt. Aber es ist mit Sicherheit eine der Top-Bauch-, der Top-Rumpfübungen, die einfach empfehlenswert sind.